Mein Name ist Yvonne Richter, ich bin 28 Jahre alt und hier tätig beim DRK Lübeck seit ca. 5 Jahren. Wir im Rettungsdienst sind dafür da, Menschen in Not zu helfen oder bei schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Ich messe nochmal die Temperatur. Ja, mein Name ist Hendrik Leptin, ich bin Notfallsanitäter. Seit 27 Jahren arbeite ich im Rettungsdienst und wenn der Melder geht, lassen wir alles stehen und liegen und das 24 Stunden am Tag. Mein Name ist Olaf Schmidt, ich bin hier Kreisbereitschaftsleiter beim Kreisverband Lübeck. Wir werden uns heute vorbereiten für einen Sanitätsdienst bei der Lohmühle. Ich werde jetzt gleich die Einsatzkräfte einteilen, in welchen Bereichen sie sich heute befinden. Mein Name ist Finn Kortz, ich bin 16 Jahre alt, ehrenamtlich im DRK Lübeck aktiv. Mein Name ist Alexander Auner, ich arbeite ehrenamtlich als Rettungssanitäter in der DRK-Bereitschaft hier in Lübeck. Besonders spannend finde ich die wechselnden Aufgabenfelder bei unterschiedlichen Diensten und genieße auch das Zusammenleben mit den Kameraden abseits der Dienste. Hallo, ich bin Dagmar Bullajan, bin beim Deutschen Roten Kreuz, habe in der Bereitschaft beim Deutschen Roten Kreuz angefangen. Bin dann zur Ersten Hilfe gekommen. In den Erste-Hilfe-Kursen geht es hauptsächlich darum, schnell helfen zu können, keine Angst mehr davor zu haben, zu helfen. Die Inhalte sind verschiedene. Zum einen Retten aus dem Gefahrenbereich, Wundversorgung, bewusstlose Personen mit Atmung und ohne Atmung. Ja, Erste Hilfe ist sehr wichtig, denn die Zweite Hilfe kommt oftmals auch zu spät. Mein Name ist Rita Sonnenwald, ich arbeite seit 1994 in der DRK-Kindertagesstätte. Die DRK-Kindertagesstätte ist 1989 eröffnet worden im Zusammenhang mit der Eröffnung einer Durchgangsunterkunft für russische Aussiedler. Und seit 1998 sind wir ein Kindergarten für alle Kinder, die in Lübeck wohnen und ich arbeite sehr gerne hier. Herzlich willkommen im DRK Stoffreich. Mein Name ist Angela Herrmann und ich bin seit 2,5 Jahren ehrenamtlich im Kleiderladen tätig. Begonnen habe ich mit der Flüchtlingshilfe. Das Besondere an diesem Kleiderladen ist, dass wir hier aus gebrauchten Kleidern neue Kleidung oder eben auch andere Dinge herstellen, wie zum Beispiel Taschen. Die Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen ist besonders schön hier, weil wir ein sehr gutes Team bilden. Mein Name ist Jürgen Luig, ich bin der Koordinator für den Besuchsdienst beim Deutschen Roten Kreuz in Lübeck. Der Besuchsdienst hat die Grundlage, im Endeffekt die alten Menschen aus ihrer Einsamkeit zu holen, ihnen wieder Gespräche anzubieten und letztendlich auch mal mit ihnen spazieren zu gehen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe für unseren Verband. Hallo, ich bin Annika und koordiniere das Jugendrotkreuz in Lübeck. Jugendrotkreuz ist der eigenständige Jugendverband des Roten Kreuzes. Moin, ich bin Tim und ich bin ehrenamtlich hier in Lübeck auch beim Jugendrotkreuz tätig. Entscheidend ist dabei, dass die Mitglieder, also die Kinder und Jugendlichen, sich komplett selbst verwalten, Demokratie leben und selbst Entscheidungen treffen, wann sie welche Projekte in Angriff nehmen möchten. Und wenn man dann so lange beim Roten Kreuz ist, dann ist Rotes Kreuz wie eine zweite Familie. Hallo, mein Name ist Marco Schneider, ich bin der Leiter der Gemeinschaftsunterkunft in Travemünde und wir sind dafür da, den Bewohnern einen guten Start in Deutschland zu gewährleisten. Ich bin Friederike, ich bin seit gut einem Jahr als Erzieherin hier in der Gemeinschaftsunterkunft in der Ostseestraße für das DRK tätig und zu meinen Hauptaufgaben gehört die pädagogische Begleitung der Bewohner hier in der Unterkunft.
Hallo, mein Name ist Ala Kafur, ich komme aus Syrien und ich bin seit 3 Jahren in Deutschland und zurzeit machen wir 2 Kurse und ich bin vom Beruf Schneider und ich wollte auch in Deutschland meine Arbeit weitermachen. Ich bin Ulrike Schumacher und ich bin Einsatzleiterin der Sicherungsboote der Travemünderwoche. Wir sind jedes Jahr zusammen mit dem THW und der DLRG mit über 100 Einsatzkräften während der gesamten Woche unterwegs und sorgen hier in diesem Sicherungsgebiet sorgen wir für die Sicherheit der Teilnehmer auf dem Wasser. Hallo, ich bin Kerstin und Wasserretterin und Ärztin bei der Wasserwacht Lübeck und bin mit meinem Team bei der Absicherung der Travemünderwoche. Servus, ich bin der Patrick, komme aus Augsburg. Ich komme seit 6 Jahren an den Priwall, bin hier in der Funktion des Wachleiters und des Notfallsanitäters unterwegs. Ich komme hier gern her, weil das Arbeiten mit den Wachgängern aus der Bundesrepublik mir sehr viel Spaß macht und ich werde das auch ein paar Jahre noch beibehalten. Hallo, ich bin Janne. Ich komme jedes Jahr her, weil mir die Arbeit sehr viel Spaß macht, mir irgendwie eine kleine zweite Familie hat und ja, man was Gutes tun kann.